Was geht, mein Crosser draußen? Zurück zu Dragon Ball Xenoverse 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind mitten im Kampf hier, wir können gerade sehen, mitten im Kampf bei Thales und Slug. Wir werden uns erstmal Slug vorknöpfen. Würde ich erstmal sagen, die dicke Ratte vom Namek. So. Auf alle Fälle haben die auch Frische der Macht gefratzt. Oh, diesmal hat er sich nicht wegbewegt. Jetzt hat er uns natürlich mit einem Abwehrbrecher getroffen. Die Rasse, die Ratte. Jetzt kriegst du erstmal eine Ulti in den Zimmer da. Ist natürlich noch nicht die beste Ulti. Achso, das war ja so. Da musste man ja auch bloß die Energie runterkriegen. Na gut, die war jetzt ein bisschen unüberlegt. Aber egal. Wir haben's ja. Krillin ruht sich der da hinten aus, der schläft ja noch, ne? Nee, Krillin ist down. Das dauern ja ein Ding. Na. Da, mit Jahre passiert gar nichts, außer ein bisschen vielleicht höher. Aber sonst... Schade eigentlich, ey. So, nochmal eine Ulti. Das müsste jetzt eigentlich gewesen sein mit den Banditen. Aber es ist cool, dass die Slug und Palace mit eingebaut haben in die Geschichte. Finde ich richtig cool eigentlich. Oh, da sind sie ja. Mann, die hat auch ein paar Alter, Junge. Jetzt sind wir natürlich wieder alleine. Und die Arsbande. Ja, die haben eine neue Kampfstufe erreicht. Das ist natürlich schlecht für uns. Oh, Trunks ist am Start. Geil. Wir sind helfen uns, Sam. Aber warum ist unsere Super Saiyan Verwandlung schon wieder weg? Das geht nicht. Jetzt ist noch Thales der Sack. Da ist noch dran. Da kommen nur her hier, Thales, Alter. Warum wehrst du dich? Alter Scheiße, der lange Arm. Der lange Arm, Junge. Der lange Arm, den hat er. Den hat er, den langen Arm. Yeah.
Oh, Digga. Willst du mich stressen, oder was? Ich weiß gar nicht mehr. Hier wollen wir eine Energie-M-Kapsel pfeifen. Boah, Junge, Alter. Sitzt das mal überhaupt gar nicht wieder heute. Das ist schrecklich. Und es reicht wieder mal nicht. Aber das ist mir egal. So, mein lieber Freund, mein Slug. Oh, Thales greift nochmal an. Und Slug auch nochmal. Scheiße. Aber wir müssen dagegen halten. Zack, Brandattacke und wir sind irgendwas. Irgendwas haben wir geschossen. Egal. Bin gehauen. Finish. So, das war die Geschichte mit Thales und Slug. Die werden wir wohl nicht wiedersehen. Ja, B. Wegen die Energie und Zeit. Und die Combo hat auch nicht gesessen mit die 50er. Also man muss schon die 50er-Kombo auf alle Fälle irgendwie hinkriegen. Das nimmt ihn schon 4 Punkte oder nimmt ihn schon 4 Punkte, wenn man die nicht hinkriegt. That was a spectacular display of power, but I don't think they're finished yet. Nee, das glaube ich auch nicht. Also irgendwie. Okay, I'm heading back to Mira's location. Good, thank you. You should go find Gohan and the others. The sky just went dark. That means they used the Dragon Balls. Well then, Frieza won't hold back much longer. Okay, also Frieza ist jetzt wieder Sekundäraufgabe. Nee, primär in unser Vordergrund gerückt, sozusagen. Oh, Böses hat viele Formen, Frieza. Ja, Frieza. Da hat er sich verwandelt. Ist schon cool. Schade, dass hier in dem Spiel auch die ganzen Formen nicht bei, also nicht alle Formen bei sind. Von Frieza. Also, dass er sich nicht verwandeln kann. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Das finde ich ein bisschen blöd. Dass nicht die ganzen Formen bei sind. Aber egal. So ist es eigentlich schon ein gutes Spiel, außer ein paar Mankos. Jetzt müssen wir natürlich wieder die Zeit abwarten. Das nervt auch ein bisschen. Aber das denke ich mal für die Leute, die nicht so weit sind, weil es halt so länger brauchen mit dem Runterschlagen. Die Ulti hinterher geknallt, jetzt kriegen wir die 50er Kombo hin. Wissen wir jetzt gar nicht, ob wir die geschafft haben. Warum kann ich den nicht mehr treffen? Achso, der muss Vegeta töten. Achso, okay, alles klar. Ah, Vegeta. Genau so wartet er, stimmt er, der hat ja Vegeta umminietet. Na, das hat er aber nicht immer drin im Felsen. Wo ist Son Goku? Boah, Alter. Da ist Son Goku. Der Held unserer Kindheit. Son Goku. Sorry, I'm late. Ja, sorry, I'm late. Listen.
Verteidigung unserer Spezies. Ja. Das war so mega geil in der Serie. Das war so cool gemacht. Da hat Freezer, da hat Vegeta das erste Mal geheult. Ich würde mir ein bisschen Zeit geben. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Es gibt etwas, was ich versuchen muss. Alright. Na, jetzt müssen wir wieder die Zeit abwarten. So. Oh ja, jetzt die Genki Dama hin. Ja, ich wollte euch nur wissen, nicht, ob die Verlosung schon vorbei ist oder immer noch im Gange ist. Auf alle Fälle, bis zum 24.12. ist noch eine Verlosung auf meinem Kanal. Da können wir die krasse Figur von Son Goku erhalten, wie er die Genki Dama hier auf Namek sammelt. Richtig episch geil. Also falls ihr da mitmachen wollt, guckt euch das Video an, Teilnahmebedingungen stehen alle unten in der Videobeschreibung. Ja, das war auch so krass in der Serie, wie er die Genki Dama. Und alle haben gedacht, Freezer ist tot. Nein, Freezer kommt wieder, Alter. Freezer kam wieder einfach. Der war unzerstörbar, der Affe. Wir sollten langsam auch unsere Punkte beim nächsten Mal wieder verteilen. Wir haben jetzt mittlerweile schon 19 Punkte wieder. Aber nach dieser Story-Einheit kriegen wir nämlich eigentlich Fliegen. Und das ist nämlich auch cool. Also mit Fliegen ist hier alles deutlich besser. Da genau so wartet. Alle haben gedacht, Freezer ist down. Richtig geil. Und dann... Bam! Erst Piccolo. Ja, der war nicht tot, der hat nur gelebt, aber... Ja. Und dann haben wir gewusst, Freezer lebt noch. No way! Das war so geil. I'll just kill you all! Stop it, Freezer! Also von dem Bösewicht hat der am meisten ausgehalten. Er hat eine fette Genki Dama abgekriegt und hat das überlebt. Also mega cool eigentlich. Ja, und das war auch episch, die Verwandlung. Im Super Saiyan. Und so hätten sie es oben machen müssen mit die Haare. Dass man richtig so einen krassen Unterschied sieht. Und nicht nur bei 3. Dass so die Haare hoch explodieren, das wäre geil gewesen. Son Goku Zorn, Super Saiyajin. Ach, super cool. Bam, Alter, voll die Fresse weggeknallt. Alter. Nee. Unzerstörbar. Jetzt geht's richtig los. Und jetzt. Oder. Was? Gleich wirst du noch einen Super Saiyajin erleben, mein Freund. Haha. Pass mal auf, mein Freund. Natürlich, wenn ihr jetzt, ohne dass ihr vorher einen Charakter erstellt und schon erstellt habt, dann habt ihr natürlich die Super Saiyajin-Verwandlung noch nicht. Die kriegt ihr ja erst später. Die kriegt ihr ja bei Vegeta. Und die ganzen anderen Formen, die Formen, also Rassen, die kriegen überall unterschiedlich ihre Fähigkeiten und ihre Verwandlung. Also man kriegt nicht alles bei Vegeta. Wenn man jetzt Freezer-Rasse ist, kriegt man die natürlich bei Freezer. Da muss man natürlich Freezer seine Herausforderung schaffen, ne? Also wie manche dann immer fragen, wo kriegt die Verwandlung, wo kriegt die Verwandlung? Also wenn ich Rasse Freezer bin, ist ja wohl klar, dass ich bei Freezer oder Cooler hin muss, um die Verwandlung zu kriegen. Das ist doch logisch, das ist normal denken. Dass manche das selbst nicht hinkriegen. Das ist echt schlecht. So, auf alle Fälle haben wir den Freezer kalt gemacht. Noch in dieser Folge, das freut mich natürlich sehr. Jetzt kriegen wir das Fliegen und können in der City rumdüsen, brauchen das die Pferd nicht mehr. Ah ne, ein Kampf kommt doch noch. Ach, stimmt ja. Ein Kampf war ja noch. Oder zwei. Mal sehen. I see. You were afraid of being caught in the explosion. You failed. Thinking of your safety at a time like this? You always were weak. Is that you? Ja, in der richtigen Zeit wartet natürlich nicht so, ne? Da hat Cooler nicht, da ist Cooler nicht auf einmal gekommen und hat Freezer geholfen. So, auf alle Fälle finaler Kampf, zwei Kräfte schwinden. Ja, wir müssen Cooler und Freezer
Okay, Freezer nimmt sich uns an, Cooler nimmt sich den anderen an. Und die kriegen natürlich wieder die Macht. Wer hätte es gedacht? Die Macht. Aber diese Leute, diesen Kampf sehen wir erst in der nächsten Folge. Falls euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst wieder ein Like, ein Abo und teilt dieses Video auf alle Fälle. Denn Support ist kein Mord. Und dann würde ich euch in der nächsten Folge von Dragon Ball Xenoverse 2 wieder begrüßen, wenn wir den finalen Kampf auf Namek bestreiten. Ich sage... Nee, was sagen wir mal? Ach so, genau. Ich bin raus und ciao.